Willkommen zurück bei Bioshock Nummer 2. Ohohoho. Was war das bitte beim letzten Mal? Der Wahnsinn, oder? Alles überflutet, wir haben die Pumpen aktiviert, sind irgendwie noch ganz knapp entkommen. Und sind jetzt, wo sind wir jetzt überhaupt? Ich glaube, ja. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Dann dürfte hier theoretisch nichts warten, aber wir sehen schon, hier gibt es drei Big Daddies. Oje, oje. Dinosaurs Park. Alles klar. Wie gesagt, wir sind ja relativ gut ausgestattet. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, jetzt ein bisschen sparsamer mit unseren Vorräten umzugehen. Damit wir nicht gerade wieder in diese Knappheit reinkommen wie beim letzten Mal, beim letzten Gebiet. Noch eine Sache, es ist jetzt 20 Uhr, in 2 Stunden startet die Microsoft E3 Pressekonferenz. Ne? Ich bin sehr gespannt darauf. Und vor Vorfreude habe ich mir gedacht, komm, nimmst du nochmal Bioshock auf. Vielleicht, wie gesagt, ne? Erfahren wir ja was Neues. Aha. Hallo. Coens Kunstgalerie. Der gute Coen, den kennen wir natürlich auch aus dem... Scheiße. Ersten Teil. Natürlich wird uns der Weg versperrt, was auch sonst. Ja, danke Questmarkierung. Ich weiß, ich soll da lang. Ich komme da aber nicht lang. Oh nee, keine Houdini-Splicer. Och nee. Was ist das? Mondscheilabsinth. Hm, nom nom. Bisschen Phosphorschrot. Okay. Code eingeben, Code kennen wir nicht. Code will ich aber kennen. Spontane Idee. Geht das nicht? Nein. Eine Rose? Wofür ist denn die Rose bitte? Nee. Na, komm schon. Na, komm schon. Scheiße. Okay. Forschungsbonus, erhöhter Schaden. Achtung! Suspect Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Ah, das muss für Eleanor ja richtig geil sein, ne? So eine Mutter zu haben. Ja, dir, du bist die Hoffnung von ganz Rapture. Ohne dich geht alles unter. Gar keinen Druck ausüben. Oh, die Musik ist geil. Protektion, Protection. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das
das jüngste Mitglied der Familie Rapturs. Ich habe Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Aha. Ein Geschenk von Billy. Liebes, gelbäugiges Mädchen. Mein Name ist Billy. Und ich hab dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir. Und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark. Und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich hab ein Geschenk für dich. Ich hab es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Dankeschön. Gemeint wahrscheinlich die Rose, ne? Harpune, MG. MG. Machen wir erstmal MG. Dann vielleicht mal den Bohrer. Keine Ahnung. Erstmal MG. Lams Zeit ist vorbei. Man sagt mir, dass Lam auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Egal. Lams Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Gemeint war natürlich wir, ne? Die Alpha-Serie sind wir. Und die entführte Sister ist Eleanor gewesen. Das war doch eigentlich ganz gut, oder? Sehr sparsam. Sehr sparsam. Können wir mal eben runtergehen. Runter, runter, runter. Immer schön die Treppe runter. Dankeschön. Perfekto. Wir müssen halt gucken, dass wir ein bisschen sparsamer vorgehen, vor allen Dingen hier mit den Verbandskästen und sowas, dass wir nicht das ganze Geld immer nur in die Verbandskästen reinpumpen müssen. Die Spritze brauchen wir nicht. Gut. Das da? Fallenspeer. Oh je. Das Blaue nehmen müssen. Okay. Hallo. Ich wünsch so sehr, dass ich ein Fischlein wäre. Lams Kunstverständnis. Das ist sehr interessant. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Okay, sehr passender Untertitel an der Stelle. Ich finde sowieso sehr interessant, dass hier so extrem viele Sprachnachrichten von Ryan zu finden sind. Das Ganze hat mal Ryan gehört, ja? Eröffnungsgala des Dinosaur Parks. Hat ihr lang gehalten. Oh. Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage.
Wer auch sonst, ne? Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Als würde der nicht von Lamp gekauft worden sein. Ich vertraue dem nicht. Wobei, Cohen hat uns auch nicht verarscht, ne? Gesundheit, Eve. Okay. Insektenschwarm. Hier, jetzt kommen wir nur zwei. Bots rufen. Hier, der vorsichtige Hacker. Wir bräuchten halt irgendwas hier. Scharfer Beobachter 2, Short Alarms 2. Wir bräuchten hier diese starke Haut 2 oder sowas. Ein bisschen mehr Abwehr. Mein Gott. Gut, wir gehen erstmal wie immer den optionalen Weg. Hier wurde alles überflutet, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Wir haben das hier abgepumpt. Hier war alles voller Wasser vorher. Lamps Garten. Na, supi. Eve-Experte. Manchmal brauchst du ein kleines bisschen mehr, um diese harten Zeiten zu überstehen. Stocke mit Eve-Experte deine Vorräte an Eve-Spritzen für längeren Plasmidgebrauch auf. Ganz ein... das ist geil. Extra Nahrung. Die Schwachstelle des Dinosaur Parks. Scheinbar die Dichtheit. McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysus Park. Ein Leck in der Hauptentwässerungsleitung könnte den ganzen Laden hier überfluten. Fehlerhafte Druckventile würden die ganzen armen Teufel hier einschließen. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lambs kleine Kunstschau zum Luxuslebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Wenn das mal nicht eine Leiche für die Little Sister ist. Willkommen im Zirkus der Werte. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war heute Morgen ein bisschen müde, ne? Bei der anderen Aufnahme. Okay. Nichts. Ich denke mal, das wird später noch relevant. Oder aber, wie gesagt, für die kleine Sister hier. War da weiter? Ich glaube nicht, oder? Nein. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber hey. Rip. Ach man, ich glaube in meinem... Alter, was ist los mit dir? Junge! Was ist denn der Quatsch? Darauf erstmal ein bisschen Wein. Hab ich das gehackt? Nö. Nein! Oh mein Gott! Hau ab! Das war jetzt ungünstig. Der Hintergrund hat mich extrem verwirrt. Drunken Daddy. Objekte kaufen. Nö. Ist hier irgendwie richtig schön. In The Eerie Within gibt es auch ein tolles Karussell. Verloren und gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren.
irgendjemand dies hört. Ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Oh, der hat sich hier seine kleine Tochter wiedergeholt. Oder wollte es zumindest. Das gerade war wahrscheinlich der Big Daddy, der kam. Nicht, dass das noch Eleanor ist oder sowas, sondern es doch nicht Lambs Tochter, sondern seine Tochter war und die einfach umbenannt hat oder so ein Scheiß. Was ist das jetzt schon wieder? Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Boah, irgendwie ist mir die Lamb, die mir so auf den Sack, ne? Tja, Lam weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Ja, ich kann die gerne alle wegschicken. Müsste ich nur wissen, wo. Far in the sea is when I see... Wir haben nichts, was irgendwie Bumm macht, oder? Haben wir irgendwas, was so richtig knallt? Ich will meine gottverdammte Überraschung haben. Ja, das hat doch so ein bisschen Knall gemacht. Habt ihr das gesehen? Der hat einen Speer in sich stecken und dann eine Zeit später ist er erst explodiert. Ist ja richtig lustig. Hacken. Was? Flintenmunition? Flintenkugeln, okay. Schon wieder. Upgrade für MG-Querschläger. Verhindert das Geschoss beim ersten Aufprall zerbrechen, sodass sie zu Querschlägern werden. Oh. Nice. Was? Was? Stopp! Alter, okay, vergesst es. Saves machen wir jetzt bitte mit Autohackern. WTF, Mann. Jetzt müssen wir eigentlich zurückgehen und alle Verbandskästen sammeln, die wir inzwischen... Wobei, wir können das ja auch hacken. Was ist das denn? Es wird immer schlimmer. Mann. Garten Big Daddy. Scheiße, ey. Boah, ich hätte so Angst hier drin, ne? Hallo? Sorry. Das Spiel hat... Ey, die Bilder kenne ich doch. Das Spiel hat eine unglaublich geile Soundkulisse. Die ganzen Geräusche, die Gehgeräusche. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Sie meint jetzt Lamp, oder? Mit Mutter? Na gut, Granatenwerfer. Oh yeah. Kontaktmine, Splittergranate. It's time to bomb. Oh, wir haben alle Waffen. Eine Genbank brauchen wir nicht. Fuck.
Scheiße, nein. Was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Mach's doch noch beschissen schwerer, Mann. Alter, das ist ein scheiß Geschütz, was ist los? Meins. Alter! Euer Ernst? Alter, nee, das finde ich gerade, das macht mich gerade richtig mad. Was zum Teufel, Alter? Sowas von schwachsinnig. Was? Ich bin scheiß Geschütz? Alter, das frisst mich gerade richtig. Junge, kannst du überhaupt irgendwas? Der hat mich gerade übelst getroffen. Ah, Rage. Okay. So. Eingang-Galerie. Na super. Hallo. Wer schmeißt denn Geld in den Mülleimer? Ach, da ist der Typ. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, habe ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Weil ich das so oder so eh gemacht hätte, ist das ja eine ganz akzeptable Aufgabe, oder? Och nee. Nee. Oh. Ist irgendwie gefühlt nur noch Glück. Hallo. Trolle flackern nicht. Was knarzt hier so? Achso, die Tür, okay. Hallo. Oh je. Ich habe ein sehr beklemmendes Gefühl gerade irgendwie. Mein Gott. Getroffen? Was?
Meisterhacker, ja, ja. Klar. Okay. Verdammt riesig hier. Nein, was mache ich denn? Ja, aber auch aggressiv, ne? Nieten, nee, nee. Könnten halt höchstens... Boah, die kosten ja einfach mal mehr als doppelt so viel. Du täuschst dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Eleanor. Und was will Eleanor? Außer schicke Musik vielleicht? Houdini. Oh, Entschuldigung, die habe ich gar nicht gewürdigt. Oh, sie ist schon tot. Nein! Oh. Habe ich jetzt mitgetroffen oder was? Hallo Jukebox. Wir können sogar den Song wechseln, ich glaub's nicht. Türsteuerung. Boah, den mal wieder nicht. Money, money. Rot ist voll, dann können wir eigentlich ein bisschen mit Schrot spielen. Da ist noch eine erste Hilfestation, also hier sind eine Menge Sachen. Hier ist so eine Spritze, die wir auch nicht brauchen. Merken wir uns mal. Hier haben wir sehr viele Vorräte. Oh je. Okay. Dankeschön. Und noch ein bisschen Schrot. So, was haben wir jetzt hier im Safe gehabt? Den haben wir leer geräumt, aber hier haben wir noch Schrot, noch einen Verbandskasten, ein bisschen Alkohol und da ist noch ein Tonband. Her damit, her damit. Und Pokern lernen. Du musst Pokern lernen, Eleanor. Wie jeder andere auch habe ich Fehler. Unter anderem einen genetisch bedingten wilden Hang zum Konkurrenzdenken. Aber jeden Samstag studiere ich meine Mitspieler und picke mir einen heraus, der am meisten von einem Sieg profitieren wird. Ich sorge dafür, dass er am Ende mit meinem gesamten Einsatz nach Hause geht und dem der anderen. Ich gewinne nichts als das Gefühl, mich selbst zu besiegen. Bei den anderen Spielern werden die Vermögensverhältnisse ihren Bedürfnissen entsprechend umverteilt. Die kalkuliert also, wer am meisten profitiert, lässt den gewinnen und kann sich so einreden, dass sie selbst gewonnen hat. Was? Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Das ist ja mal wieder ein relativ netter Daddy. Genau, ihr kämpft schön erstmal. Lass mich in Ruhe. Geh zum Daddy. Oh. Kämpft ihr gegeneinander? Oh, ihr Idioten. Mit einer einzigen Aufgabe, mir den Kampf zu erleichtern. Was macht ihr?
kann ich zum Spielen rauskommen, Mr. B? Du hast mich gerettet, Mr. B. Ja, was ist das denn für ein Übermensch? Okay, es war wieder der falsche Schrot, ich verstehe schon. Nur mal sicher, ne? Müssen wir 3 Sisters und dann wieder 3 mal 2, 6, also insgesamt mal. Ugh. Huiuiui. Haben wir denn hier für Panzerbrechend? Okay. Wie tun mir die Big Daddies total leid. Bist doch auch einer. Na komm her. Hallo Kleine. Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Aber du bist ja eine Art stiller Partner. Also soll's mir recht sein. Sei froh, dass ich deinen Scheiß überhaupt mache, du Arsch. Okay. Sorry, Bruder. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Eieiei. Ich weiß nicht genau, ob hier jetzt irgendwas Wichtiges ist. Okay. Dankeschön, da sage ich nicht nein. Oh. Hey, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Okay. Hallo. Aufwachsen. Sisters werden älter und das macht uns Kummer. Wenn sie adoleszent werden, werden sie aggressiv, regelrecht wild. Schlimmer noch, das Adam, das sie aufnehmen, enthält Spuren tödlicher Plasmide, noch aus Kriegszeiten. Die Splicer werden zu immer effektiveren Räubern. Laufend fallen ihnen Big Daddies zum Opfer. Vielleicht könnte man die älteren Sisters darauf abrichten, von den Splicern geraubtes Adam aufzuspüren und wieder zu beschaffen. Ja, was ich so gesehen habe, müssten die nicht erst warten, bis der Täter von selbst stirbt. Und so war die Big Sister geboren. Längerer Dreh. Lerne deine Feinde besser kennen mit längerer Dreh. Ja, das ist es aber nicht wert. Ich denke mal, wir drehen so schon mehr als genug. Echt das Ding kaputt geschossen? Die Explosion hat dann die Frau getötet? Oh je. Dankeschön. Dankeschön. Also von den Vorräten her sind wir echt super dabei. Da geht's lang. Warum denn nicht der hier? Gib mir das Kind. Der hätte so ein Ding im Kopf. Oh nee. Ekelhafter Penner. Hey, dein Daddy.
Ja, ja, super, Adam. Gut, gut, gut. Money und ein Spion. Na endlich. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht, aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Was ein Trottel. Ich versteck mich doch gar nicht. Ich hab aber meine ganzen schönen Tretdinger kaputt gemacht. Alle, Alter. Ihr Penner. Ja, genau. Gut, aber eine lustige Sache können wir noch machen, oder? Ist das hier? Hallenspeer. Wie funktioniert denn das? Wenn wir nicht übertreiben, das hier decken wir per uns selber ab. Weil sonst haben wir nachher für die anderen 5, die wir noch beschützen müssen, nichts mehr. Wir speichern. Das wird eine lange Session, ey. So, und dann einmal bitte. Hau mal rein, Kleine. Bitte mach schnell, ja? Willkommen im Pool des Todes. Und der Ton ist auf einmal hier. Hallo? Na komm her. Der Ton auf einmal lauter geworden. Meistersammler, ja, ja. Schwer, der Ton ist auf einmal lauter geworden. Als sollte eigentlich eine Sprachnachricht kommen oder so. Der Ton ist voll laut. Okay, wir machen es mal eben anders. Wir machen mal eben. Wir laden mal eben. Das ist mir ein bisschen creepy gerade. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen. Oder? Irgendwas stimmt da nicht. Oder? Ist voll laut. Ich schwör's euch. Ich sehe es auch im Ausschlag, es ist jetzt gelb. Wir verlassen mal eben und laden neu. Was zum Teufel? Oder Moment, wir machen es ganz anders. Ich starte mal ganz kurz das ganze Spiel neu. Komisch. Mir scheint die Portierung nicht ganz so gut gelungen zu sein, irgendwie.
nicht ganz so gut gelungen zu sein. Big Daddy! Die Idee mit dem Bohrer ist auch geil, oder? Ich finde Bohrer so toll. Auch wenn ich den nicht selber an mir spüren möchte. So am Bauch schön. Na gut. Powered by Unreal Engine. La 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 la. La la la. La la la. Haben wir es jetzt mal hier. So. Weiter. Oh yeah, das ist sowas von Jazz, Leute. Und da kommt der Strike. Die Musik ist voll geil, oder? Viel besser als heute, können wir sagen, was ihr wollt. So, go, Dinosaur Park. Wir wollen jetzt hier mal, wir wollen 5 Sisters, 3 Sisters, bitte, kein 5. Lass uns mittanzen, Daddy. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Jetzt tun wir nochmal. Gut. So ekelhaft, ne? Ah, really? Boah, es ist so eine Scheißstelle. Die ist so scheiße, dass das Wort Scheiße zu wenig Buchstaben hat, um es zu beschreiben. War jetzt blöd gesagt. Ach, Leute. Aber ich muss sagen, insgesamt, ich bin ultra gehypt. Bioshock macht übel Spaß. Hier, Kleine. Scheiße. Spontane Idee, spontane Idee. Alter, das ist eine Katastrophe. Wer kämpft gegen wen? Wer bist du? Wer bist du denn gewesen? Komm her! Hab ich den gerade umgebracht? Er hat uns irgendwie geholfen oder so, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Oder wollten jetzt gerade alle die Sister haben, haben sich jetzt halt miteinander gestritten oder so ein Scheiß. Egal, Leute, wir leben. Wir haben ein bisschen mehr verbraucht, als mir lieb wäre, aber ich akzeptiere das mal und sage... Schwein gehabt! Schwein gehabt! Wer von euch weiß, welches Spiel, der möge es mir kundtun. Gut. So, wir können die Sister jetzt wegbringen. Mal ganz kurz Interesse halber, was ist hier denn noch? Die Loser Chamber. Ein möchte gern Verbandskasten. Seid einfach alle still und lasst mich in Ruhe. Noch eine Vorratskammer, okay. Komm aus der... Du bist doch total... Marshmallows! Marshmallows? Wo? Ach, die sehen ja alles ein bisschen anders, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, die kleinen Sisters leben in einer sehr optimistischen Welt. Aber dazu später mehr. Was haben wir hier?
Eine weltliche Heilige. Das Genie Sophia Lambs liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche Heilige bezeichnen. Aber indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ Ryan sie verhaften. Er übergab sie Sinclair. Der sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Ich verstehe nicht, warum man die Lamb so toll findet, weil die ist doch genauso wie Ryan. There's always a city. There's always a lighthouse.